Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal eine kleine Geschichte erzählen. Und worum es geht, ja, erfahrt ihr jetzt gleich. Also, worum geht es sich? Sagen wir mal so, ich würde da gerne mit euch mal drüber sprechen. Es ist wichtig, sagen wir mal so. Also für mich ist es wichtig, da generell auch mal die Meinung von anderen mir einzuholen oder als jetzt die Meinung von anderen, sage ich jetzt mal, die ich nicht so täglich um mich herum habe. Ihr wisst ja sicherlich um meine Problematik mit meinen Zähnen. So, das Ding ist einfach, ihr wisst, wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, wie das Ganze mal ausgesehen hat. Sagen wir es mal so. Es ist halt jetzt, ja, es ist ganz anders jetzt. Ja. Ja, wie erkläre ich euch das am besten? Also, ich hatte ja die OP, ich habe es ja schon mal in irgendeinem Stream mal kurz angeschnitten, dass ich da eine OP habe. Und ja, ihr hört es sicherlich auch vom Sprechen her. Ich erkläre euch aber gleich, wie das mit dem Sprechen ist. Ja, die OP hatte ich halt, wir haben jetzt Oktober. Die OP hatte ich Ende August. Ja, die OP hatte ich Ende August gehabt und es lief auch eigentlich alles so, wie es sollte. Also so, wie es von ärztlicher Sicht her sollte. Und ja, von meiner Sicht her, naja, wie soll man sagen? Einerseits davor, ich wusste ja, was kommt und beziehungsweise was auf mich zukommt. Ich wusste ja. Aber man weiß ja immer hinterher, wie es wirklich ist. So, und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, druckst doch nicht so drumrum, hau doch einfach raus. Ja, natürlich, klar. Sorry, ich stehe ja an der Straße, ich weiß nicht, wer mich geritten hat, mich hier hinzustellen. Auf jeden Fall könnte man natürlich sagen, ja, erzähl doch einfach, wieso, weshalb, warum. Also, es ist so, ich hatte die OP gehabt und ihr wisst um die Problematik, die ich habe. Vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht weiß es der ein oder andere, dass ich halt extrem panische Angst vom Zahnarzt hatte, muss man dazu sagen, hatte. Das hat sich aber gelegt, weil, ja, im Prinzip, ein Zahnarztbesuch kann mir im Prinzip jetzt eigentlich nicht wehtun mehr. Sagen wir es mal so. Es kann sich die einen oder anderen schon vielleicht denken, warum. Also es ist folgendes. Die OP war, so wie ich das mitbekommen habe, ist ganz gut verlaufen. Hat, ich glaube, um die 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert. Und ja, danach war es erstmal halt sehr komisch. Weil ich sag mal so, ich bin jetzt 28 und man sollte eigentlich denken, und das ist auch ein Fehler, den ich immer gemacht habe, mit 28 bist du ja noch relativ jung. Ja, ist richtig. Aber die Problematik, was heißt die Problematik? Ja, doch, die Problematik, die ich immer hatte, ist, ja, mit 28, so Problematik mit den Zähnen haben, ist halt blöd. Ist auch blöd. Na klar, Logo. Aber es ist auch viel auf meine Kindheit zurückzuführen, weswegen ich halt die Problematik habe oder hatte.
zum Arzt zu gehen, zum Zahnarzt zu gehen. Und ja, diese Problematik habe ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt wie von auf andere Sekunde quasi, kann man sagen, weg. So, aber warum ist das von der einen auf der anderen Sekunde weg? Das kann ich euch erklären, weil es wurde einmal alles komplett neu gemacht. Das ist das nämlich. So, weswegen ich auch jetzt immer noch, leider muss man sagen, nicht hundertprozentig alles perfekt aussprechen kann. Es legt sich aber, mir sagt zwar jeder auch, es legt sich, ja. Die OP ist jetzt 6 Wochen her, circa. Ja, 6 Wochen ungefähr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einerseits denke ich mir, ja, natürlich braucht es Zeit, gar keine Frage. Natürlich muss das alles vernünftig heilen, klar. Andererseits denke ich mir aber, wenn das so ist, wie es jetzt ist, dass ich quasi nach 6 Wochen noch immer nicht vernünftig essen kann, muss ich sagen, gefällt mir nicht. Ich bin eigentlich kein Mensch, der ungeduldig ist. Ich bin eigentlich kein Mensch, der ungeduldig ist. Habe ich immer gedacht. Aber ich glaube doch, dass ich sehr ungeduldig bin. Weil es ist ja de facto so, du hast überall, was du siehst, ob es Social Media ist, ob es Fernsehen ist, ob es Zeitung, was auch immer. Du siehst überall was unterwegs, wenn du unterwegs bist. Du siehst immer irgendwas, was mit Essen zu tun hat. Und ich kann euch sagen, so wie es Stand aktuell ist, habe ich in diesen 6 Wochen nichts gegessen bis jetzt. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, bist du denn bekloppt? Das kannst du nicht machen. Die Problematik daran ist aber, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Also es geht einfach nicht. Erstens die Problematik, den Schalter umzulegen im Kopf, sage ich jetzt mal, zu sagen, das wird schon irgendwie, das geht schon. Versuch's einfach. Ich versuch's ja auch. Aber ich merke dann doch, es geht nicht. Ja, ich war heute nochmal, auch komisch auf dem Samstag, aber gut, bei dem Kieferchirurgen, wo ich das habe machen lassen, und habe mir da einfach nochmal ein bisschen oder habe mir einfach nochmal Fragen gestellt. Hab gesagt, warum ist das so? Wann wird das anders? Alles in allem hat er zu mir gesagt, so um die 3,5 Monate. Mal länger, mal kürzer, kommt immer ganz auf die Person. Also jede Person ist anders. Das ist ja in den meisten Sachen so. Und bei der einen Person dauert es länger, bei der anderen Person geht es halt schneller. So, da ich ja zu meiner Schande gestehen muss, rauche und auch Kaffee trinke, ist das natürlich klar, dass das Ganze ein wenig länger dauert. Ist natürlich meine Schuld, ist klar. Ist, muss ich mir ankreiden. Aber ich sage auch ganz ehrlich, jeder, der selber raucht, der weiß und eigentlich auch relativ, ich sag mal, viel, in Anführungszeichen, ja, kann man sagen, raucht, der weiß eigentlich, wie schwer es ist zu sagen, du rauchst es bitte das ganze Wochenende nicht oder du rauchst es bitte 4 Tage nicht oder sonstiges. So, ich hatte die OP an einem Freitag und mir wurde vorher schon gesagt, wenn möglich rauchen Sie bitte das ganze Wochenende nicht. Ja, das versuch mal bitte in den Kopf zu kriegen. Klar, ich wusste, wenn ich nicht rauche, heilt es vielleicht besser, schneller, wie auch immer. Aber, sorry, es hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne vorgestellt habe. Beziehungsweise wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, anderthalb Tage später ungefähr habe ich schon wieder geraucht und auch Kaffee getrunken. Und ja, vielleicht ist so ein bisschen auch meine Schuld mit, dass es halt ja noch nicht zu 100% abgeheilt ist. Also ich sag mal, so 80% ist abgeschlossen, würde ich behaupten, von der Heilung her gesehen. Der Rest, ja, folgt noch. Ich wünsche mir natürlich halt, dass ich, ja, zu Weihnachten, sage ich jetzt mal, was jetzt in den nächsten anderthalb Monaten, zwei Monaten ansteht, ja, zwei Monate, vernünftig essen kann wieder. Ist aber alles nicht so einfach, muss man mal so sagen, weil, ja, das ist halt eine ganz, ganz neue Situation ist das, ne? Und jeder, der das selber mal mitgemacht hat oder selber gemacht hat, der weiß, was ich meine. Es ist halt alles komplett neu. Und ja, es kostet eine Stange Geld. Und nein, die Krankenkasse übernimmt da leider nur einen ganz, ganz kleinen Teil von. Der meiste Teil ist tatsächlich Eigenanteil und das ist natürlich auch immer so ein Knackpunkt, wo viele sagen, mache ich nicht, weil es einfach zu krass ist. Ne? Ich meine, im Prinzip kann man eigentlich sagen, es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal die in Anführungszeichen günstigere Variante. Und die teure Variante. Die teure Variante ist mit sogenannten Implantaten, mit Stiften. Das ist dann auch wieder unterschiedlich. Ne? Manche brauchen 6 im Unterkiefer und 6 im Oberkiefer oder andersrum. Aber das ist alles individuell und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Klar haben die Ärzte so einen Standard, wo die sagen, das muss da und das muss da. Aber auch die können sich mal täuschen. So, und ich sage jetzt mal ein Beispiel für 6 Implantate oben und 4 unten. Also 6 Implantate oben und 4 unten. Das ist immer so der Standard, habe ich jetzt gehört, was die Ärzte einem raten. Dann bist du aber bei diesem Standard bei circa 15.000 Euro. Und von diesen 15.000 Euro musst du locker 12.000 bis 13.000 Euro selbst bezahlen. Der Rest übernimmt die Krankenkasse. Oder es gibt natürlich noch die Möglichkeit einer Zusatzversicherung. Die habe ich jetzt nicht, weil die würde auch nicht viel mehr übernehmen. Die würde genau den Anteil der Krankenkasse übernehmen. Und ja, das ist halt dann der Punkt, weswegen, wo viele dann einfach sagen, mache ich nicht. Weil es einfach zu teuer ist. Kann ich nachvollziehen. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt sagt, ja, ich schmeiß damit aus dem Fenster und was weiß ich was. Bin ich ehrlich, ich kann es mir auch nicht leisten. Also bin ich ganz offen und ehrlich. Und ich finde es gut, wenn Leute offen und ehrlich sind miteinander. Und ich finde, das kann man eigentlich schon machen, weil desto mehr Erfahrungsberichte Leute wiedergeben, sei es jetzt Social Media, sei es jetzt über Freunde, Verwandte erzählen etc. pp., finde ich, nimmt das aber auch so ein bisschen ja, die Angst, kann man Angst sagen? Weiß ich nicht. Auf eine Art und Weise vielleicht schon, ja. Auf andere Art und Weise ist aber, wie ich schon gesagt habe, jeder unterschiedlich. Und deswegen kann man das nicht sagen, es ist überall gleich. Es ist nicht überall gleich. Definitiv nicht. Und bei mir ist das auch so, ich bin definitiv nicht der Typ, der
erstens gerne zum Zahnarzt gegangen ist, zweitens zwar Wert auf die Pflege gelegt hat, ja, aber es hat nicht gereicht. Und es reicht halt manchmal einfach nicht, wenn du einfach nur machst und machst und machst. Wenn du aber im Endeffekt vielleicht auch gar nichts dafür kannst, weil es genetisch bedingt ist, dass du schlechte Zähne hast, dass du das schlecht hast, dass das schlecht ist. In den meisten Fällen können die Leute einfach nicht. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die legen da absolut gar keinen Wert drauf. Natürlich, das gibt's auch. Möchte ich nicht abstreiten. Das war in meinem Fall nicht so. Ich habe da schon Wert drauf gelegt. Aber ich konnte halt tun und lassen und machen, was ich wollte. Es war von Anfang an halt schon nicht bombastisch super. Und da muss man dazu sagen, ich hatte auch früher in der Kindheit nie eine Zahnspange gehabt. Bin auch da schon verdammt ungern zum Zahnarzt gegangen. Außer wenn es wirklich absolut nicht anders ging. Und das hat sich immer wieder hingezogen jetzt. Über die letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen. Und ja, das ist halt immer so eine Problematik gewesen, ne? Weil man geht halt dann erst, wenn es zu spät ist oder wenn es halt einfach gar nicht mehr geht, ne? Ich hatte teilweise Schmerzen gehabt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also ich hatte Schmerzen, da wäre ich am liebsten an der Decke gesprungen. Und das teilweise nachts, wo dir im Prinzip eigentlich bis auf das Krankenhaus keiner helfen kann. Ne? Das ist halt das Problem. Und dann muss auch noch ein Krankenhaus finden, die noch eine Zahnnotpraxis haben. Ja, weil nicht jedes Krankenhaus, was Notdienst oder eine Notdienstpraxis hat, hat natürlich auch automatisch eine Zahnnotdienstpraxis. So, dann kann es passieren, dass du natürlich noch 30, 40, 50, 60 Kilometer fahren darfst. Gibt's alles. Gerade hier auf dem Land. Ne, ist halt, bis in die nächste Stadt sind es bei mir auch 20, 25 Kilometer. Wo auch das nächste Krankenhaus ist, ne, muss man dazu auch mal sagen. Und, ja. Um aber nochmal auf das Thema generell auf mich zurückzukommen, die Problematik, die ich halt, ja, habe, ihr hört es vom Sprechen her gesehen, es ist noch nicht perfekt. Ich hoffe, das legt sich bald, genauso wie mit dem Essen. Ich hoffe, da legt sich das auch bald. Ich trinke natürlich, ja, trinken tue ich. Vielleicht auch nicht unbedingt Gesundes. Klar, ich trinke Cola, ich trinke Kaffee, ich trinke Kakao, ich trinke was weiß ich, alles außer kein Wasser. Ja, weil ich bin kein Wassertrinker, Freunde. Und da kann man mir noch nahelegen, ja, Wasser ist gesund. Ja, weiß ich. Ist mir bewusst. Aber mir kann man ein Glas Wasser hinstellen, das fasse ich so an, am liebsten. Am besten gar nicht. Also, am liebsten würde ich halt, wie gesagt, gar nicht trinken. Aber ab und zu muss man halt einfach mal Wasser trinken. Ich muss mich selber dazu zwingen, dass ich trinke Wasser. Weil es gar nicht anders geht, weil sonst trinke ich nur ungesundes Zeug. Und da dieses ungesunde Zeug, der Zucker, der da drin ist, der hat natürlich so ein bisschen dazu beigetragen, mich jetzt über diese 6 Wochen ja drüber hinwegzubringen. Natürlich, ich habe auch zwischendurch mal ein Y-Food getrunken. Na klar, gar keine Frage. Das ist ja auf eine Art und Weise eine Mahlzeit. So, aber bei Y-Food ist wieder ein anderes Thema. Manche Sorten vertrage ich, manche Sorten vertrage ich nicht. Deswegen ist das da auch nicht unbedingt einfach immer. Klar, die einen werden sagen, das ist nicht gesund. Es mag sein, dass es nicht gesund ist. Ja, ist möglich. Aber ganz ehrlich, die meisten Sorten sind echt lecker, die schmecken mir gut und deswegen trinke ich es auch einfach. Und das nur mal dazu nochmal zurückzuführen. Jetzt ist hoffentlich dann bald, ich sage jetzt mal, ich würde jetzt mal schätzen, so nach 3 Wochen, 4 Wochen ungefähr, dann
sollte es gut sein, dann sollte alles final fertig sein. Und ich möchte euch jetzt auch nicht unbedingt hier ein Bild einblenden, wie es gewesen ist und wie es dann sein wird. Kann ich ja auch noch nicht, jetzt noch nicht, ne, ist klar. Aber es ist auf eine Art und Weise ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist viel, viel besser, natürlich viel, viel besser wie vorher. Ich habe keinerlei Schmerzen. Natürlich hast du Wundschmerzen am Anfang, ist völlig normal. Es ist dick, natürlich ist auch völlig normal. Obwohl sich das, muss ich sagen, noch im Rahmen gehalten hat. Es war nicht absolut dick. Es war zwar dicker als normal, es war hier alles geschwollen, ja. Aber es war nicht extrem. Also es hat sich im Rahmen gehalten, sagen wir es mal so. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, es tat nicht weh, ne? Weil Vollnarkose und nochmal zusätzlich sind mir Spritzen gesetzt worden. Und da kommt man nämlich dann zu meiner nächsten Problematik. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht einfach nur daran, weil es eine große OP war, wo auch Nerven langlaufen. So, mir wurde gesagt, an den Nerven, die sind nicht beschädigt, die sind nicht gerissen oder sonstiges. Die sind nur überbeansprucht, gereizt und eventuell gequetscht. So, das war am Anfang die Problematik, das legt sich jetzt einigermaßen wieder. Dass die beiden Finger hier, die waren taub. Was heißt taub? Die haben gekribbelt. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auf dem Arm so liegt, auf dem Schreibtisch oder auf dem Sofa oder was weiß ich, und ihr wacht dann wieder auf und euer ganzer Arm ist taub, ist kribbelig oder wird wieder wach und es kribbelt wie eine Million Ameisen. So haben sich diese beiden Finger über die letzten Wochen angefühlt. Ich war damit auch beim Arzt und er hatte auch gesagt, das liegt an den Nerven, weil hier halt Nerven langlaufen, die hier hochgehen. Und hier hinten sitzen halt auch die Weisheitszähne, ne? Darf man nicht vergessen. So, und genau hinter dem Weisheitszahn laufen wichtige Nerven lang. Ein Hauptnerv unter anderem. So, und dieser Hauptnerv ist dafür verantwortlich, ja, dass man halt auf der Seite was spürt. Ja, auf der Seite sowie in der Unterlippe. So, die Unterlippe war nie taub. Es war halt nur die zwei Finger, weil das hier halt durchging. So, du hast halt hier im kompletten Armnerven, das geht hoch und geht dann bis ins Gehirn. Und was war die komplette Seite hier? Die war nicht so kribbelig wie die Finger. Die war einfach taub. Also ich habe die gespürt, wenn ich hier drauf gedrückt habe. Ja, das habe ich gespürt. Aber in meinem Mund selber habe ich nicht viel gespürt auf dieser Seite. Oben sowie unten. So, und das ist halt zurückzuführen auf die OP. Weil halt, wie gesagt, diese wichtigen Nerven da langlaufen. Es kann natürlich mal immer wieder passieren, dass man bei einer OP einen Nerv beschädigt. Natürlich, klar. Das ist aber ein Risiko, was man vor der OP bespricht und halt dann dementsprechend unterschreibt. Das ist ganz klar, dass der Arzt da schon mal raus ist aus der Nummer. Das ist halt ein gewisses Risiko. Ein gewisses Restrisiko bleibt immer, egal was du machst. Selbst bei der Vollnarkose bleibt ein gewisses Restrisiko. Das ist klar. Und im Prinzip ist es, kann man sagen, auf eine Art und Weise für mich jetzt ein Neustart, was das angeht. Definitiv, weil man fühlt sich einfach besser. Einfach besser, wenn man mit Leuten spricht, fühlt man sich einfach wohler. Ich habe mir antrainiert, ohne Zähne zu lächeln, weil es war nicht anders möglich. Es war leider, es wäre anders möglich gewesen, aber es war mir halt ultra peinlich. Und ist es auch immer noch, ja, generell über dieses Thema so ein bisschen zu sprechen, vor der Kamera, vor euch im Prinzip, ja, um euch zu sagen, ey, pass auf, die Schnauze ist einmal komplett neu saniert worden, entschuldige für das Wort, YouTube, ist einmal komplett neu gemacht worden, ja, im Prinzip dann die Dritten jetzt, im Alter von 28,
ist er peinlich. Und genau das habe ich auch immer gedacht. Genau das habe ich auch immer gedacht. Und das ist auf eine Art und Weise immer noch ein bisschen so. Aber ich muss dazu sagen, es gibt ja Leute, die einen nicht kennen. So, für die ist das scheißegal. Die interessiert das nicht. Und es ist in der heutigen Zeit einfach so, dass du es erstens nicht mehr siehst, ob es echt oder unecht ist. Zweitens wird das so gut gemacht mittlerweile, dass es selbst nach Jahren vielleicht noch nicht auffällt, wenn du die Person so lange kennst, wenn die nichts gesagt hat. Und es gibt halt verschiedene Methoden, wie ich eben schon gesagt habe. So, und egal bei welcher Methode, es fällt nicht auf. Es ist einfach so. Wenn du das nicht selber erzählen würdest, sage ich jetzt mal so, würde es gar nicht auffallen. Ja? Weil dieses Sprechen bessert sich ja. Die Zunge sucht sich ihren Weg, wie es alles besser wird. So. Und ja, wie der Arzt auch mir gesagt hat, es braucht halt eine gewisse Zeit, bis sich alles umgestellt hat, umgewöhnt hat. Es ist klar, auch die Zunge muss sich erstmal ihren Weg suchen, wo sie hin kann. Das ist natürlich logisch. Und deswegen wird sich das auch alles geben und dann wird man das auch nicht mehr merken, sag ich mal so, dass da alles neu ist. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch noch nicht das finale Ergebnis. Das finale Ergebnis kommt, dann würde ich schätzen, Ende November. Wir haben jetzt gerade mal Anfang Oktober und ich lasse mich überraschen. Ich bin zwar, habe ich, was das angeht, auf eine Art und Weise ein ungeduldiger Mensch, kann man nicht anders sagen, weil irgendwann, ja, da wirst du auf eine Art und Weise verrückt. Also, was heißt verrückt? Ja, aber der Kopf, der spielt verrückt, weil du sagst dir auf eine Art und Weise, du willst was essen, du weißt aber, es geht nicht. Und wenn du dann überall Essen siehst und du einfach nach der gewissen Zeit, jetzt in meinem Fall 6 Wochen, einfach mal die Lust hast, herzhaft in einen Burger zu beißen oder eine Pizza zu essen, ja, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere vielleicht nachvollziehen kann. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe in der Zeit bis jetzt auch fast 10 Kilo abgenommen, abgenommen, natürlich. Bleibt nicht aus, das ist klar. Aber man muss dazu sagen, man soll nie die Hoffnung aufgeben. Und das ist einmal so ein Ding, wo ich denke, es kommen noch so viele Tage, so viele Jahre, die immer einem vor einem sind. Wo man was erleben kann, wo man vernünftig essen kann, dass das die paar Wochen, wo es jetzt vielleicht nicht geht oder nur eingeschränkt geht, einfach nur ein Witz dagegen ist. Ja, ich sag mal, in einem halben Jahr würde ich sagen, in einem halben Jahr habe ich auch wieder einen Termin bei dem Kieferchirurgen, könnte ich mir vorstellen, lache ich über die jetzige Situation. Das ist ja bei allem so. Dann denke ich mir, ach guck mal, was habe ich denn da damals für einen Blödsinn gelabert oder wie war ich denn da damals drauf? Das ist immer so. Das ist immer so. Es braucht halt, manche Sachen brauchen halt länger Zeit, um sich dran zu gewöhnen, dass der Kopf sich dran gewöhnt, dass sich alles andere dran gewöhnt. Es ist halt alles einfach eine Gewöhnungssache. Und natürlich ist es eine Umstellung, klar. Gar keine Frage. Es ist ja, auf eine Art und Weise ist es ja auch einschneidend so ein bisschen. Weil von echt auf unecht ist eine ganz andere Nummer. Ne? Es ist für den Körper was Neues, weil der muss sich darauf einstellen, Fremdkörper im Mund zu haben. So, und da denke ich mir einfach, wie gesagt, halt nochmal, um auf das Thema die Peinlichkeit zurückzukommen. Es ist einfach so. Ja, ich denke mir auch jetzt immer noch ja nicht mehr Großteil, aber ein bisschen denke ich mir immer noch, Mann, ist das peinlich. Ja, in meinem Alter schon Zähne neu machen lassen. Aber, habe ich ja eben gesagt, es liegt nicht immer an einem selber, es liegt auch meistens an Genen.
an genetisch bedingten Veränderungen oder beziehungsweise, dass man es vererbt bekommen hat. Ja, es ist nun mal so. Das passiert bei vielen Dingen. Und deswegen weiß ich ja auf eine Art und Weise irgendwie im Hinterkopf, es ist so in Ordnung, ich weiß, ich kann da nicht hundertprozentig, aber ich sag mal zu 80% kann ich da nichts für. Die restlichen 20%, ja, die sind meine Schuld, muss ich zugeben. Aber 80% kann ich da eigentlich nichts für, dass das so schlecht war. Und es war definitiv schlecht. Ihr könnt euch ein Video angucken. Ich weiß nicht, ob das noch online ist. Das dürfte noch online sein. Wo ich in Remscheid war, bei dem guten Sven. Falls ihr ihn noch kennt. Das ist von 2019, müsste das sein. Das ist schon ein bisschen her. Da zum Beispiel kann man das ab und zu sehen, wie die Schneidezähne vorne aussehen bei mir. Und die waren halt auch so ein Problem. Ne? Unter anderem natürlich die weißen Zähne. Ich hatte ja nur noch 3. Einen haben sie mir ja vor Jahren schon gezogen, weil der raus musste. Ich hatte noch 3, aber auch diese 3 waren so zerstört, dass sie eigentlich auch gar keine Schmerzen mehr bereitet haben. Also ich hatte da an den weißen Zähnen, an den restlichen 3, das war unten links, unten rechts und oben rechts. Die hatte ich noch oben links, hatten sie mir rausgenommen. Und ich hatte da nie Schmerzen an den weißen Zähnen. Also deswegen kann ich nachvollziehen, weswegen alle sagen, es war eine große OP. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Weil, wenn man wirklich gesagt kriegt, hör mal, das ist so zerstört, das geht in Einzelteile schon raus, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere auch, ja, klingt vielleicht einfach auch ekelhaft für die ein oder andere Person. Natürlich, gar keine Frage. Ja, vielleicht auch schon eingewachsen war oder was weiß ich was, ja, also es gibt ja viel, ich kann mir ja selber schlecht reingucken und sagen, ja, das sieht so aus und das, klar, kann ich am Spiegel, natürlich, aber ich habe ja keinen Plan davon, ja, und deswegen ist es auf eine Art und Weise jetzt, was das angeht, halt ein Neuanfang, definitiv. Und es wird auch viel, viel besser werden, wenn ich erstmal wieder vernünftig essen kann, dann hat man, wie sagt man immer, neue Lebensenergie gefasst. Mehr Selbstbewusstsein. Weil das hatte ich ja so im Prinzip alles nicht mehr richtig. Das Selbstbewusstsein, es war zwar da, ja, aber ich habe immer versucht, alles irgendwie zu verbergen. Ja, sei es das Lächeln, sei es Essen vor anderen, abbeißen, sag ich mal, in Burger beißen vor anderen. Das habe ich immer vermieden, deswegen habe ich alles versucht, immer mit Messer und Gabel zu essen. Da muss man dazu sagen, das Abbeißen hat die letzten Monate sowieso nicht funktioniert. Weil der Schneidezahn, der ist mir abgebrochen, als ich genau in einen Burger gebissen habe. Und ja, das war halt problematisch, der konnte wieder repariert werden, das konnte wieder alles, ich sag mal in Anführungszeichen, repariert werden, das konnte angeklebt werden, ja. Aber die Belastung, die du, sag ich mal, hast vorher, wo der noch heile ist, hast du nicht mehr hinterher. Das funktioniert nicht. Das konnten die mir auch immer sagen, er ist zwar wieder heile, ja, aber er wird nie wieder so belastbar sein, wie er vorher war. Das heißt, abbeißen war ab dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie nicht mehr möglich. Außer wirklich Brot oder sonstiges. Alles andere, Fleisch, Burger, was weiß ich was, wo ich einen gewissen Druck brauchte. Keine Chance. Also keine Chance, muss man leider zu sagen. Und der Fakt ist ja eigentlich auch noch, die waren eigentlich in Ordnung, die Schneidezähne, die waren in Ordnung.
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber, jetzt habe ich ja gerade gesagt, der ist abgebrochen, als ich in Kiefer, als ich in einen Burger gebissen habe. So, mein Gott. Der ist abgebrochen, als ich in den Burger gebissen habe. So. Und das alleine schon zeigt ja eigentlich nur, was für eine schlechte Stabilität an in sich meine Zähne hatten. Ja, wenn du in den Burger beißt, der eigentlich relativ weich ist, und dir dabei ein Zahn abbricht, dann weißt du eigentlich, es stimmt irgendwas nicht. Es ist irgendwas falsch. Ich wusste das ja vorher schon. Ich meine, ihr müsst so sehen, Apfel habe ich bestimmt schon 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre nicht mehr gegessen. Das gleiche gilt für Möhren. Rohe. Alles roh, ne? Nicht gekocht, roh. Gurken habe ich bestimmt auch schon roh 6 Jahre nicht mehr gegessen oder so. Weil ich es einfach nicht konnte. Ich hätte es gerne gemacht. Gerne. Oder jetzt in diesem Jahr zum Beispiel meine Sachen, die ich angebaut habe, meine Pflanzen, hätte ich super gerne selber was von gegessen. Es ging aber nicht. Es war nicht möglich. Und das ist einfach eine Problematik, wo ich sage, es wurde Zeit, dass sich was ändert. Auch wenn ich ehrlich zu euch sagen muss, wo ich da im Wartezimmer gesessen habe beim Kieferchirurgen, bin ich noch kurz auf Toilette gegangen und habe aber ehrlich gesagt auf Toilette drüber nachgedacht, einfach abzuhauen und einfach zu gehen und zu sagen, ich will das nicht. Hätte mir vielleicht auf eine Art und Weise einiges jetzt eingespart, aber auf andere Art und Weise hätte es mir wahrscheinlich aber auch nichts gebracht, weil es wäre ja alles nur mehr in die Länge gezogen worden. Ja, ich hätte weiterhin Schmerztabletten nehmen müssen, weiterhin Antibiotika nehmen müssen und das ist halt auch für den Rest des Körpers absolut nicht gut, ne? Und ich möchte nicht wissen, wenn ich jetzt 40, 45, sagen wir mal 50 bin, wie sich mein Körper entwickelt. Ja, ich meine, durch die Problematik mit den Zähnen habe ich im Prinzip die letzten, tja, was soll man sagen, 5 Jahre, 6 Jahre, ja, sagen wir mal 7 Jahre ungefähr, diese letzten 7 Jahre täglich Schmerzmittel genommen. Weil es ja so war, dass ich im Prinzip alle 3 Stunden Schmerzen bekommen habe. Alle 4 Stunden. Es war ab und zu mal, wenn es gut lief, alle 6 Stunden. Und dann nimmst du alle 6 Stunden Schmerzmittel, Ibuprofen, was sowieso nicht gut ist für den Magen etc. pp. Und das über 6, 7 Jahre. Ich bin gespannt. Aktuell geht es mir gut. Also ich kann mich nicht beklagen, ne? Was das angeht, sagen wir mal so. Das sehen wir dann in 10, 15, 20 Jahren, wie es meinem Körper hängt. Ob ich da an die Dialyse hängen muss oder was auch immer. Ich wünsche es mir nicht. Aber man hört viel. Ja, natürlich. Man lässt sich auch von vielen bekloppt machen. Klar, gar keine Frage. Aber wenn man mal ehrlich ist, könnte das definitiv passieren, weil über 6 oder 7 Jahre lang täglich Ibuprofen nehmen, bis zu 4, 5 Mal am Tag und dann nicht die 600er, sondern ja doch, ja, kann man sagen, ich sag mal so zwischen 400 und 800 Milligramm. So, und das 6, 7 Mal täglich, 6, 7 Jahre lang, ihr könnt es euch selber ausrechnen, was da passiert. Es gab irgendwo mal eine Grenze, wo gesagt worden ist, wenn du unter dieser Grenze bist, ist noch alles gut. Wenn du aber diese Grenze überschritten hast, wie viel du an Milligramm jährlich nehmen darfst,
dann kann es passieren, dass du, wenn du fortgeschrittenen Alters bist, Probleme bekommst. Ich habe es mir noch nicht ausgerechnet. Ihr könnt es ja gerne mal ausrechnen, in die Kommentare schreiben. Ich muss es mir mal ausrechnen, weil das ist, glaube ich, schon über diese Grenze drüber hinaus. Also ich weiß es nicht ganz genau. Ich meine, es wären so 7.000 bis 8.000 Milligramm pro Jahr. Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Ich weiß das nicht mehr hundertprozentig genau. Aber ich könnte euch ausrechnen bei, ich sage jetzt mal beispielsweise 800 Milligramm, was die letzten 1-2 Jahre eigentlich nur der Standard war. Dann wisst ihr, dass ich da, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, dass ich über diese Grenze darüber hinaus bin. Und dann bin ich mal gespannt, was kommt. Also, da gilt es jetzt abzuwarten. Ne? Ich meine, ich habe auch von jetzt auf gleich, ich habe auch nach der OP, hatte man mir Schmerzmittel verschrieben, aber keinen Ibuprofen, sondern ein anderes, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich weiß nur, dass da, ich glaube, 200 Milligramm Codein drin war. Und ich kann euch sagen, 4 Tage lang ging es mir absolut nicht gut. Also nicht von Schmerzen her. Schmerzen hatte ich keine. Durch die Medikamente wahrscheinlich. Aber du bist einfach vom Kopf her, bist du so Matsche. Du kriegst nichts auf die Reihe, absolut gar nichts. Ich war froh, dass ich frei hatte diese Tage. Du bist einfach sowas von weg in der Zeit, dass du ja einfach nur schlafen möchtest. Ich habe die vier Tage lang mehr geschlafen als die letzten Monate davor, möchte ich mal behaupten. Also ich bin eigentlich so ein Typ, der so 5-6 Stunden schläft pro Nacht. Wenn ich frei habe, auch mal weniger. In der Zeit habe ich eigentlich, ich bin nach der OP nach Hause, es war um 9:30 morgens, kurz auf die Couch und danach ins Bett und ich glaube, ich bin vor 17 Uhr, 18 Uhr nicht wieder aufgestanden. Ich habe durchgeschlafen. Klar, das kann dann natürlich auch an der Narkose liegen noch. Natürlich, klar, gar keine Frage. Nach so einer Narkose bist du so oder so Matsche. Und ich habe aber auch direkt diese Schmerzmedikamente genommen. Weil man muss dazu eben ja noch sagen, ich hatte ja auch immer noch die Betäubungsspritzen drin gehabt. Die haben ja auch noch nachgewirkt. Die Narkose, die Betäubungsspritzen und Schmerzmedikament. So. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, auf eine Art und Weise gut, dass ich es hatte, weil ich glaube, es hätte viel Schmerzen bereitet, weil ein durchschnittlicher Mensch hat eigentlich, ich glaube, 36 oder 38 Zähne. So, und mehr als die Hälfte davon wurde mir halt einfach rausgenommen. Was heißt mehr als die Hälfte? Naja, im Prinzip ist es alles, natürlich, mir wurde alles rausgenommen, aber ich hatte ja vorher schon 1-2 weniger. Das war ja nicht damit. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die Ärzte sagen, es war eine große OP, dass das auch schon richtig ist. Weil Mundbereich, alles was Mund oder generell Kopfbereich ist, ist bei mir, was Schmerzen angeht, grauenhaft. Grauenhaft. Also, da werde ich auch, muss ich ehrlicherweise sagen, da werde ich auch richtig zur Mimose. Also, da, das ist nicht mein Fall. Definitiv nicht. Es gibt noch andere Füße, aber das ist wieder eine ganz andere Nummer. Da, das kann ich auch nicht leiden. Aber das ist jetzt nicht Thema. Aber ich wollte einfach nur mal mit euch das mal ja erzählen, wie es so die letzten Wochen ergangen ist, warum auch weniger Videos kommen,
generell wisst ihr es, mir fehlen halt einfach auch die Ideen, Videos zu machen. Aber das habe ich ja schon mal in einer der letzten Videos gesagt. Und aber jetzt wisst ihr auch, warum das ist. Es ist für mich halt immer noch ein Thema, wo ich sage, es ist mir unangenehm. Es ist mir wirklich unangenehm. Und Freunde, Bekannte, natürlich, klar, mit denen spricht man darüber. Die wissen auch alles über alles Bescheid, also so ist es nicht. Aber das Ganze jetzt so öffentlich zu präsentieren, ist schon eine ganz andere Nummer, muss man sagen. Aber viele werden wahrscheinlich sagen, dass das mutig ist. Ja, ist gut möglich. Aber ich möchte natürlich auch allen irgendwie so versuchen, damit zu helfen, denen das vielleicht noch bevorsteht. Ja, sei es Weisheitszahn-OP, sei es eine OP, wo alles neu gemacht werden muss, durch einen Unfall oder was auch immer. Es gibt natürlich auch sicherlich genug Leute, die andere Problematiken haben, was sich auf die Zähne auswirkt, weswegen sie die Zähne verlieren und dann vielleicht deswegen neue brauchen. Und ich kann euch nur sagen, es ist wie gesagt unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Person zu Person. Jeder geht damit anders um. Der eine verzweifelt daran, so wie in meinem Fall. Der andere verzweifelt dann nicht dran, der kommt damit super klar. Dem stört es nicht, ob der aus 6, 7 Wochen, 8 Wochen vielleicht nichts essen kann. Der ist vielleicht mal froh, vielleicht nimmt er dann noch was ab. So wie ich ja auch. Aber ich kann nur sagen, geht nicht erst dann hin zum Arzt, wenn es zu spät ist. Ich habe das auch sehr, sehr spät erst gemerkt und habe sehr, sehr spät hat es erst Klick gemacht bei mir. Und zu retten wären 2 Stück gewesen. Und das hat man mir auch hinterher gesagt. Im Übrigen, die Schneidezähne waren dann auch nicht in Ordnung, nicht hundertprozentig in Ordnung. Deswegen waren die auch so leicht zu brechen. Und ich habe es halt, wie gesagt, auch viel zu spät gemerkt. Aber ich kann nur sagen, geht dahin. Weil es bringt nichts. Es bringt nichts, wenn ihr euch von Tag zu Tag hangelt mit Schmerzen oder Nichtschmerzen. Es gab Phasen, da hatte ich vor der OP wochenlang keine Schmerzen. Dann gab es wiederum Phasen, da hatte ich eine dicke, fette Entzündung drin gehabt. Da hatte ich teilweise so eine Beule gehabt, ja, wo ich dann wieder Antibiotika für nehmen musste. Wo man dann auch aber der Zahnarzt zu mir gesagt hat, ey, jetzt ist es mal gut mit Antibiotika, ne? Der Körper verträgt das irgendwann nicht mehr oder es wirkt irgendwann einfach nicht mehr. Und es hat aber da einfach noch nicht Klick gemacht. Ich meine, klar, auf eine Art und Weise wusste ich, ich muss was tun. Aber ich hatte auch so ein bisschen Panik gehabt. Weil ich halt nicht wusste, was passiert mir oder was passiert generell. Wie läuft das ab? Wie läuft danach ab? Wie ist es danach? Jetzt weiß ich, wie es danach ist. Jetzt kann ich sagen, eine Art und Weise nicht schön. Ich kann aber, wie gesagt, nur für mich sprechen. An der Art und Weise muss ich aber sagen, es ist schön, wieder vernünftiges Lächeln zu haben. Und ich denke, da werden mir viele recht geben, dass für die meisten, für mich war es eigentlich nie so ein Problem, für die meisten ist aber anscheinend, wenn ich das so mitkriege, die Zähne sehr wichtig, was das Lächeln angeht, was die Weisheit angeht, ist für sehr, sehr viele sehr, sehr wichtig. Mir war das nie so wichtig. Klar, ich habe auch immer wieder versucht, natürlich weißer zu kriegen. Durch das Rauchen, durch das Kaffeetrinken verfärbt sich das natürlich alles. Es ist logisch, ne? Keiner ist perfekt. Keiner spricht sich von allen frei und sagt, ich mache das nicht oder bei mir ist alles perfekt. Nein, nein, bei keinem ist irgendwie alles perfekt. Kann sich keiner von freisprechen. Aber wie gesagt,
Ich kann nur sagen, es tut nicht weh. Definitiv nicht. Also OP nicht, weil du hast ja die Narkose, Vollnarkose. Es gibt aber auch die Methode der Teilnarkose, so wie ich das verstanden habe. Aber wohl nicht bei allen. Also es bietet wohl nicht alle an. Da müsstet ihr euch dann schlau machen. Ja, und die dritte Variante ist natürlich halt örtliche Betäubung. Aber örtliche Betäubung ist immer so eine Sache. Bei so einem Ding wie bei mir zum Beispiel wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, örtliche Betäubung. Deswegen war es schon sinnig zu sagen, ich mache die Vollnarkose. Die zweite innerhalb eines Jahres war das dann. Und ja, es war halt einfach so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es wird. Ne? Und ich denke, diese Frage werden sich viele stellen. Und viele werden wahrscheinlich auch sagen, ich habe da Angst vor. Ja, ich bin ehrlich, ich hatte auch Angst vorher davor gehabt. Gar keine Frage, kann ich nicht abstreiten. Hatte ich auch gehabt. Aber die Angst wird einem auch so ein bisschen genommen. Ja, es gibt viele, viele Zahnärzte, die sich extra darauf schulen, auf Angstpatienten, weil die halt festgestellt haben, dass die Mehrheit doch mehr Panik vor dem Zahnarzt oder Angst vor dem Zahnarzt hat, als man es vielleicht zugeben mag. Ich habe es auch ungern zugegeben. Ich habe zwar immer gesagt, ja, ich habe Angst vor dem Zahnarzt, aber ich habe es immer so gesagt, so ins Lächerliche ein bisschen gezogen. Ja, und immer gesagt, ja, ja, ach komm, ich habe Angst vor dem Zahnarzt, aber ich muss das mal machen, ja, ich weiß. Aber im Endeffekt ist es dann nie dazu gekommen, weil ich ja selber für mich gesagt habe, hä, nee, da gehe ich nicht hin. Nee, nee, der tut mir wieder weh. Weil es halt in der Kindheit passiert ist, dass man mir wehgetan hat. In vielerlei Hinsicht beim Zahnarzt. Und das war halt so ein Ding, was sich eingeprägt hat, eingebrannt hat. Und da kann sich keiner von freisprechen, dass das Quatsch ist. Oder, ja, ich sag mal, erfunden ist. Nein. Nein, 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 Freunde. Es gibt viele Dinge. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die andere Dinge erlebt haben, die sich eingeprägt haben. Dann wisst ihr, was ich meine. Und so war es bei mir halt. So war es bei mir, dass ich diese Behandlungen, die Schmerzen bei mir verursacht haben, im Kindesalter von 5-6 Jahren, ohne irgendeine Betäubung, Behandlungen durchzuführen, sei es Bohren, sei es Wurzelbehandlungen und so weiter und so fort. Ohne Betäubung bei einem 6-Jährigen ist eigentlich ein No-Go. Aber es ist passiert. Und ich kann, wie gesagt, nur jedem raten, geht früher als nie, geht früher als gar nicht dahin. Ist immer besser. Oder als zu spät. Es ist immer besser. Früher, lasst es machen. Der eine kriegt eine dicke Backe, ja, dann muss man mal 3-4 Tage kühlen. Dann ist das aber auch wieder weg. Die einen kriegen mega die Schmerzen. Die anderen haben gar keine Schmerzen, gibt's auch. Und ja, so ist es halt unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch jetzt nicht eine Stunde zulabern, aber ich fand's einfach mal wichtig, darüber zu reden. Mal schauen, ob ich's hochlade. Wenn ihr es jetzt sehen könnt, dann habe ich's hochgeladen. Aber es war nicht leicht, muss ich dazu sagen, darüber jetzt zu reden. Und weil, wie gesagt, ja, es war mir halt, es ist mir halt immer noch sehr unangenehm, muss man dazu sagen. Und deswegen rede ich da auch nicht gerne drüber. Und ja, jetzt lässt sich das ja nicht vermeiden. Ne? Ich meine, auf der Arbeit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es da jeder weiß. Ich glaube nicht. Spielt da eigentlich keine Rolle, weil es muss ja nicht jeder wissen. Sagen wir es mal so. Und aber wenn man sich mit den Leuten unterhält,
kann ich mir gut vorstellen, dass sie das merken. Erstens durch das Sprechen, das bessert sich aber. Natürlich bessert sich das nochmal zusätzlich mit Paste, das ist klar, gibt's ja. Und aber generell bessert sich das noch mit der Zeit. Ja, das war so ein bisschen meine kleine Geschichte zu dem Thema. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr oder ihr seid vielleicht ein bisschen aufgeklärter. Schreibt auf jeden Fall was Nettes mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Und lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr das noch nicht gesehen habt oder meinen Post, den ich bei YouTube hier gemacht habe, noch nicht gelesen habt, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei mir. Ist eine schwierige Situation, ich weiß. Ich lade aktuell nicht viel hoch. Macht deswegen vielleicht auch nicht Sinn. Aber ihr könnt euch das ja mal anschauen, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich versuche jetzt regelmäßiger Videos zu machen. Mal schauen, vielleicht wird es auch öfters mal ja, einfach so ein Laber-Video, so wie jetzt. Ich weiß es noch nicht. Beim Autofahren oder so. Handy ist eine Halterung, passiert ja nichts. Ich habe halt immer noch die Sicht nach vorne. Kann keiner meckern. Ich fasse das Handy nicht an während der Fahrt. Ja. Oder wenn ihr einfach mal sagt, ich möchte mal wieder einen Livestream haben, kriegen wir bestimmt auch hin. Ist ja aktuell vieles hoch im Kurs. Und passiert ja einiges im Moment. Und ihr dürft auch gerne mal auf TikTok vorbeischauen. Oder auf Instagram oder Facebook auf meiner Seite. Vielleicht werde ich öfters auch mal auf TikTok Livestream machen oder eventuell im Dezember jetzt vielleicht mal ein bisschen Gaming auf Twitch oder auf YouTube selber mal schauen, weiß ich noch nicht genau. Falls da einer Bock drauf hat, darf er natürlich gerne das dann auch verfolgen. Aber das war es jetzt erstmal von mir. Macht's gut. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.